Es ist eben nicht die Aufgabe der Kunst, Unsichtbares wiederzugeben, sondern es ist Aufgabe der Kunst, sichtbar zu machen. Ich glaube, wir gehen alle unserem künstlerischen Schaffen nicht nach, um berühmt zu werden und ganz bestimmt auch nicht dem Geld. Dazu ist es einfach auch zu schlecht bezahlt. Vielleicht machen wir das, was wir machen, weil wir nicht anders können oder aus einem Idealismus heraus mit der Kunst berühren zu können, die Welt, die Menschen darin zu tangieren, für einen wahren Augenblick, ein Lachen, eine Rührung, einen Gedanken, der hängen bleibt. Und insofern empfinde ich diese Preise als Mutmacher. Mutmacher. Wir sind der Glitch in der Matrix. Ein Fehler im System. Vor allem aber macht das Fest sichtbar, wie viele Menschen in Tirol sich für Kunst und Kultur engagieren. Ja, wie kreativ unser Land auch ist und mit ihren besonderen Leistungen für ein lebendiges, künstlerisches, kulturelles Angebot auch sorgen. Vielleicht können diese Preise auch insofern ein Zeichen sein, sich zu trauen, sich zuzutrauen, dass man der eigenen Leidenschaft nachgeben soll. Ja. Also vielen Dank für die Anerkennung.